Hey Leute, willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, It's About Time. Jetzt steht uns hier bei den Zeitläufen ein ziemlich schwieriges Level bevor, nämlich Stoßzeit. Das einzige Dingodile und Tornan-Level, wo sie beide gleich vorkommen und Crash und Coco dafür aber gar nicht. Und das Level ist ultra lang und zum Ende hin mit Tornan dann auch noch ziemlich schwierig, da können also leicht mal Fehler passieren. Ich hoffe, dass der Platin-Geist hier nicht allzu gut ist. Hier ist auf jeden Fall meine Zeit im Video für den finalen Versuch, so lange habe ich gebraucht. Ich hoffe, dass es nicht zu lange ist. Aber ich glaube, dass ich hier etwas länger wieder brauchen könnte. Vielleicht werden wir es sehen. 4:58 ist die Saphir-Zeit. Saphir heißt nicht viel, ja. Aber trotzdem, wenn die Saphir-Zeit schon knapp 5 Minuten ist, dann weiß man, was man hier für ein Level vor sich hat. Nämlich kein leichtes. Mir ist gerade wieder eingefallen, beim Dingodile-Abschnitt, da kann auch super viel schief gehen, weil da zum Ende hin vom Dingodile... Ja. Guter Start einmal. Zum Ende hin vom Dingodile-Abschnitt kommt auch eine extrem schwierige Stelle mit diesen vielen Nitro-Kisten und dieser sich bewegenden Plattform. Was ist das eigentlich für ein Scheiß? Kann ich die nicht grabben? Die Kiste von dem Kollegen? So, okay, nicht springen. Was? Ich will doch nicht den erwischen. Mann. Das ist einfach toll. Hinter dem Saphir-Geist. Das ist natürlich immer ein gutes Zeichen. Aber die brauche ich nicht, die TNT-Kiste. Obwohl, doch, brauche ich schon. Ja, nee, brauche ich nicht. Wegen Nitro-Schalter am Ende. Da kann ich ja die beiden Kisten da noch mitnehmen dann. Die Zeitkisten da. Also, alles gut. Das habe ich ja mittlerweile gelernt. Wenn... ja, das ist ja richtig eklig. Wenn Zeitkisten bei Nitro-Kisten sind, dann hier zum Beispiel auch, muss ich die nicht unbedingt kaputt machen. Ja. Ich muss halt am Ende dann den Nitro-Schalter treffen. Aber ich glaube, hier ist der wirklich direkt auf dem Weg. Den kann man hier, glaube ich, gar nicht so richtig verfehlen. Sollte, ja, fuck, sollte also passen. Boah, die Kistenanordnungen sind ja auch so eklig hier. Das ist ja schlimm. Okay, das ist keine. So. Am besten bei so einem Haufen ist es da wirklich fast immer, wenn man nicht eine Nitro-Kiste, eine TNT-Kiste sich nimmt. Die sind auch alle hier. Sondern wenn man, da halt einfach auf einer TNT-Kiste drauf springt. Das finde ich zumindest ein bisschen angenehmer. Weil beim Ansaugen kann halt irgendwie viel schief gehen. Habe ich immer so das Gefühl. So. Okay. Das ist, ja, doch, das ist schon wert. Aber das bringt gar nicht so viel, diese 2 Sekunden da. Aber gut. Weg. Links sind wahrscheinlich keine Zeitkisten. Ich glaube nicht, ne. Also hier auch wieder. Einfach einmal so. Zack, das ist mir irgendwie lieber. Der verfolgt mich sogar auch, oder? Der TNT-Typ, der Nitro-Typ. Okay, aber ist jetzt schon wieder egal. Gut, passt alles. Komm. Ja, das ist aber trotzdem so eklig. Boah, also, boah, das wird die Hölle. Das wird die Hölle. So, aber hätte ich gar nicht machen müssen. Hier werde ich aber am Ende, wenn ich dann den Nitro-Schalter aktiviere, viel Zeit geschenkt bekommen. So, jetzt wird es aber eklig. Den Abschnitt meinte ich. Der ist ziemlich schwierig. Ja, zum Glück gibt es hier einen Akku nochmal. Okay. Ja, okay. Ja, Spiel bitte jetzt nicht auch noch Frame Drops haben. Das wäre ganz nett. Vor allem mit denen da oben. Ja, egal. Ja, ist nicht egal. Ne, passt. Mit denen da oben noch ist es halt sehr schwer, hier dann keinen Schaden zu nehmen. Okay, aber Ding wird alles geschafft. So, jetzt Torna. Oh, weia. Ja, ich würde schon sagen, dass der Torna-Abschnitt sogar schwieriger ist als der Dingodile-Abschnitt. Toll, oder? Ah, die Musik ist ja auch wieder cool. Ich habe das Gefühl, da oben ist keine. Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich die Musik vor allem immer dann auch cool finde, wenn ich in dem Level viel Zeit verbracht habe. Weil an sich, hier habe ich ja auch sehr viel Zeit verbracht. Wegen dem perfekten Relikt und so. Weil der ganze Soundtrack aus dem Spiel ist ja richtig cool. Aber ich, wenn ich halt vor allem währenddessen auch rede, dann kann ich mal nicht so sehr auf die Musik achten. Wenn ich aber nicht rede, was ich bei den perfekten Relikten ja zum Beispiel gemacht habe. Logischerweise. Um mich da besser konzentrieren zu können. Dann konnte ich immer besser auf die Musik achten. Und dann ist mir immer erst klar geworden, wie cool die eigentlich ist. Und hier habe ich halt auch die Musik sehr, sehr oft dann hören dürfen in Ruhe, ohne dass ich währenddessen gesprochen habe. Weil ich halt hier für das perfekte Relikt auch ein bisschen gebraucht habe.
Und da habe ich dann eben bemerkt, wie cool ich ist. Aber das würde eben für jedes Level wahrscheinlich gelten. So ziemlich jedes Level hat sehr coole Musik. Scheiße. Aber ich merke es halt immer vor allem dann, wenn ich ein Level lange spielen musste und leise spielen kann, wie cool die Musik hier ist in meinem Spiel. Zack. So. Okay. Ja, also das ist bisher jetzt nicht so toll, der Versuch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Platin wird. Ich hoffe eben, dass der Platin-Geist trotzdem nicht so gut ist und dass der ein paar blöde Sachen macht. Okay. Aber Gold kriege ich auf jeden Fall, wenn ich es denn zu Ende bringe. Das ist halt wieder eher die Gefahr oder das Problem. Weil wir haben schon noch ein bisschen was vor uns. Vor allem, ja, vor allem die schwierigste Stelle mit Torna. Sogar im ganzen Level kommt noch, finde ich. Das sind keine, okay. So, hier jetzt nämlich schon. Scheiße. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste kommt gleich erst noch. Das war nur der Vorgeschmack. Das ist sogar keine Zeit, bis da hin. Okay. Das war knapp. Da bin ich fast zu früh abgesprungen. Okay. Ja, schön konzentriert bleiben. Keinen Bullshit machen, warten, bis es ZR auftaucht. Genau, und dann erst machen. Nicht zu früh. Wie ich es schon oft gemacht habe. Das Gute ist halt eben wieder, ich kenne das Level halt in- und auswendig. Nicht ganz vielleicht. Aber ich habe es halt wirklich sehr oft schon spielen müssen. Das perfekte Relikt. Okay. Kann ich skippen? So. Jetzt das hier. Da rechts. Das ist die Hölle. Und ich habe keinen Akku mehr. Kriegt man da hinten noch einen? Sieht nicht so aus. Das ist die Hölle, der Abschnitt da. Jetzt auch noch schnell machen vor allem gehen. Ja, komm. Das ist die komplette Hölle. Ich hasse das. Fuck, ja. Und das kommt halt ganz am Ende von einem Run, der 5 Minuten oder sowas dauert. Ja, ich kann ihn sogar schon ein bisschen anlocken davor. Das ist eine lustige Taktik. Boah, das ist echt krass. Das ist echt krass. Also, das hier ist wahrscheinlich... Muss ich ja gar nicht machen. Mann. Wahrscheinlich das Level, wo der Run hier am längsten dauert. Jetzt nicht von dem Timer rechts unten her, sondern von der reinen Spielzeit, die ich in dem Level verbringe. Da ist es hier wahrscheinlich am längsten. Was halt auch daran liegt, dass Dingodile und Torna sich halt nicht so schnell bewegen können wie Quersh und Coco. Ja, das waren jetzt bestimmt gerade... Ja, vielleicht waren es nicht ganz 5 Minuten reine Spielzeit in dem Level, aber es war schon trotzdem ziemlich, ziemlich viel an Zeit. Weil wir müssen ja bedenken, es geht ja sehr viel Zeit weg, dadurch, dass ich halt immer Zeitkisten aktiviere. Also die reine Zeit, die ich gerade verbracht habe in dem Level, war schon nochmal erheblich höher, als der Timer eigentlich anzeigt. Und dann kommt halt ganz am Ende dieser ultra fiese Abschnitt mit Torna. Und es gibt da auch voll wenige Akku-Akkus nur. Also Akku-Akkus bringen da ja nicht ultra viel. Ein bisschen was aber schon, weil es gibt ja auch diese Busse, die da, oder Gefährte allgemein, die da oben drauf auch immer kommen. Und bei denen muss ich mir halt auch noch ein bisschen in Acht nehmen, wenn ich keinen Akku-Akku mehr habe. Und wenn ich noch einen habe, dann könnte ich da halt einfach ein bisschen mehr durchrushen. Das wäre also schon nochmal ein gewisser Vorteil. Okay, der hält dann da an, der eine Typ. Ah, scheiße. So, am besten keine Double Jumps, wenn es nicht sein muss. Ach komm, ernsthaft? Ja, das war schon unnötig. Weil so eine große Zeitverschwendung ist es auch nicht, einen Double Jump zu machen. Das wäre sicherer gewesen. Boah, aber Alter, das ist echt so hart gerade. Finde ich. Das ist übelst schwierig. Wenn man einfach so lange durchhalten muss. Komm. Aber gut, es hilft nichts. Weiter hinten konzentriert bleiben. Und dann, ne? So viel zu konzentriert bleiben. Und irgendwann werde ich es dann schon schaffen, zumindest mal einen Run zu Ende zu kriegen. Aber das könnte auch sein, dass ich hier überhaupt erstmal 20 Minuten brauche, bis ich mal einen einzigen Run zu Ende kriege. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Wenn das mir in einem Level passiert, dann in diesem hier.
Ja. Okay. Ja, ich weiß gar nicht sicher. Ist vielleicht das sogar das schwierigste Level im Spiel, so standardmäßig auch schon. Wenn man jetzt nicht den Zeitlauf auch bedenkt oder so, einfach nur zum normalen Durchspielen oder halt für das perfekte Relikt vielleicht. Ich weiß nicht. Schon ziemlich fies auf jeden Fall das Level. Das ist klar. Okay. Ja, ich muss erstmal wieder zu Torna dann gleich hinkommen. So, zack. Das Gute am Torna-Abschnitt ist wenigstens, dass es halt viele Grind-Abschnitte gibt und die sind ja geschenkt. Bei Zeitläufen. Also klar, da kann auch was schief gehen. Logisch. Aber die sind trotzdem jetzt nicht so das Problem. Aber der allerletzte halt bei, mit mir, der ist ein Problem. Haben wir gerade ja auch gesehen. So, ich mache hier einen Double Jump. Okay. So. Ist sogar jetzt aber, glaube ich, schon besser als gerade eben. Also gerade eben, das wäre auch kein Platin geworden. Auch wenn ich das zu Ende gebracht hätte. Das hier jetzt bisher könnte vielleicht noch Platin sein. So ungefähr zumindest. Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin auf jeden Fall deutlich vor dem Saphirgeist. Alles andere wird mich auch wundern. Aber es könnte halt sein, wenn ich jetzt den Platingeist schon hier hätte, quasi, wenn ich den schon sehen würde vor mir, könnte es sein, dass ich da gar nicht mal so weit hinten bin. Bei dem. Okay. Weil jetzt hier muss man fast ein bisschen Schaden nehmen irgendwie. Vor allem hier auch noch mit den Zeitkisten halt. Okay. Aber das war doch eigentlich ganz okay. Ich glaube gerade eben war ich da bei knapp 2 Minuten hier oder so. Also, oder vielleicht 1,40 oder 1,50 oder so. Also ist schon jetzt ganz gut. Okay. So. So, nicht nach rechts. Direkt drauf. Okay. Na, ich habe mir jetzt ja auch schon gemerkt, also hoffentlich gemerkt, wo die Zeitkisten sind und wo nicht, vor allem. Ja, stimmt, da rechts hätte ich mal noch checken können, weil ich glaube, da waren auch Kisten. Und das hätten ja Zeitkisten sein können. Aber es wird schon passen. Da kann ich übrigens gleich nach oben gehen, fällt mir gerade auf. Weil ich habe ja auch schon gelernt, dass ich auch Wandsprünge eventuell skippen kann. Wenn ich halt schon früher weiter nach oben quasi komme. Aber okay, merke ich mir für die Zukunft. Ich finde, es ist trotzdem immer noch ein ganz guter Versuch bisher. Weil es gab jetzt keine Stelle, an der ich so ultra langsam war. Ich habe dafür jetzt halt auch das alles nicht mega schnell gemacht. Das würde noch deutlich schneller gehen, natürlich. Mann. Aber ist okay bisher, finde ich. Und ich muss einfach hoffen, dass der Platingeist hier nicht gut ist. Weil wenn der hier auch nur halbwegs gut ist, dann ist es allein dadurch gleich viel, viel schwieriger. Das wäre natürlich die Hölle, wenn der Platingeist hier einfach übelst abgeht. Und mega, mega gut ist. Das wäre nicht so schön. Wäre gar nicht schön. So, alles mitnehmen. Ich muss auch unbedingt den Akku da behalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Bis ganz zum Ende hin, damit ich dann eben eventuell bei dem allerletzten ultra schwierigen Abschnitt zumindest getroffen werden darf. Soll ich hier nicht nach vorne laufen? Nein, ja, so viel dazu. Ich habe den Gegner nicht gesehen. Scheiße. Okay, ja, passt zumindest. Ja, Mann. Ah, das ist aber jetzt richtig unnötig gewesen. Ja, und gleich kommt er wieder. Das ist halt auch nochmal was ganz anderes, wenn man diesen letzten Abschnitt... Das ist mal sehr knapp, der Sprung. Wenn man diesen letzten Abschnitt auch noch schnell machen muss. Weil allein den da irgendwie durchzukommen, ist schon sehr schwer, finde ich. Aber dann auch noch schnell bin ich schlecht. Was war das denn? Jetzt kam ich da nicht mal hin und ich... Das ist einfach so lang! Das ist so lang einfach! Boah, das ist echt... Das geht auch so auf die Psyche irgendwie. Fuck, Mann. Jetzt nimm halt eine TNT-Kiste, du Depp. Ja, natürlich, Dingodai. Das geht so auf die Psyche, wenn man da so lange in dem Level ist, in dem einen Run, und man dann am Ende noch da verkackt. Nicht mal bei der schwierigen Stelle habe ich halt verkackt, ne? Das ist halt das Dumme. Bei einem Grind-Abschnitt. Bei einem eigentlich sehr einfachen Abschnitt habe ich verkackt. Zur wirklich wahren schwierigen Stelle kam ich gar nicht hin. In dem Versuch. Kein tolles Gefühl. Genau, ich wollte da gerade noch sagen. Was? Ich hab. Ja, ich bin versehentlich auf die Wirbeltaste gekommen. Ist ja okay. Mann.
Ich wollte mal sagen, den überhaupt irgendwie zu schaffen, den letzten Abschnitt, ist schon echt schwer. Weil, wo ich das beim perfekten Relikt gemacht habe, da habe ich auch eben zwei, also gar nicht so viele Versuche, glaube ich, dafür gebraucht, bei dem letzten Abschnitt. Aber ich habe mich da halt übelst konzentriert und ich war mega, mega langsam. Und ich bin wirklich nur weitergesprungen, wenn es ganz sicher war. Ich bin eventuell sogar zurückgesprungen, wenn es zu unsicher war oder so. Also ich habe das ultra, ultra vorsichtig gemacht. Und wenn man es mega vorsichtig macht, dann geht's auch halbwegs. Aber den halt auch noch schnell machen, also halbwegs schnell machen zu müssen, den letzten Abschnitt, das ist halt dann wirklich die Hölle. Warum habe ich das eigentlich nicht eingesogen davor? Ich vergesse manchmal irgendwie, dass Dingo Dial einsaugen kann. Das sollte ich auch einsaugen zum Beispiel. Ja, sollte ich. Ich bin halt da immer, ich habe da immer ein bisschen Angst, weil es halt irgendwie immer komisch ist, welche Kisten er wann einsaugt und so. Das klappt ja oftmals nicht so gut. Und deswegen mache ich es lieber immer durch draufspringen oder wirbeln, dass ich Kisten zerstöre. Aber ich sollte es eigentlich häufiger mit Einsaugen machen, das stimmt schon. Aber okay, der Run ist bisher in Ordnung. Das war ein bisschen knapp. Aber es kommt halt wieder auf Torna dann an. Das ist halt auch ziemlich fies, finde ich, dass Torna bei ihrem gesamten Abschnitt nur einen einzigen Akku-Akku bekommt. Richtig? Dingo Dial kriegt drei, glaube ich. Also super Akku-Akku gibt es ja leider nicht für ihn. Und für Torna auch nicht. Aber ich glaube, drei Stück kriegt er. Nee, das war knapp. Und Torna kriegt einfach nur einen einzigen. Man muss zugeben, bei Torna ist auch die Gefahr des Runterfallens größer als bei Dingo Dial. Und bei Dingo Dial gibt es mehr andere Gefahren, die einem Akku-Akku auch rauben können. Vor allem jetzt hier bei dem Abschnitt. Das stimmt schon. Aber zumindest ein zweiter Akku-Akku für Torna wäre jetzt trotzdem schon eine feine Sache gewesen. Aber, naja. So, jetzt konzentriert bleiben. Genau, hier ist ein dritter. Den muss ich mir ja eigentlich gar nicht nehmen, Idiot. Scheiße. Das war jetzt nicht so toll. Jetzt könnte ich nämlich wieder Schaden nehmen. Ja, egal. Nein, komm bitte. Oh Gott. Ja, ist okay. Ist okay. Ist ungefähr, glaube ich, gleich schnell wie gerade eben gewesen. Passt also. So. Es geht wieder los. Aber auch die coole Musik geht wieder los. Bisschen freue ich mich auch. So, okay. Es ist echt, es ist viel zu lang einfach das Level. Man kriegt den wenigstens gleich super früh, den Akku-Akku. Das ist ganz nett. Aber trotzdem. Gerade weil man den so früh bekommt, wäre ein zweiter da echt noch eine feine Sache gewesen. Mhm. Sehr gut, das war schneller. So. Ich muss ein bisschen hoffen, dass ich, wenn ich das Level mal schaffen kann in 100 Jahren, dass ich dann auch gleich Platin habe. Das wäre ganz schön. Das ist nicht so unwahrscheinlich sogar, dass ich direkt im ersten Versuch, den ich beenden kann, dass ich da auch gleich Platin bekomme. Weil das ist wirklich so lang und echt schwer, das Level. Da muss ich einfach ein bisschen hoffen, dass die Geister da nicht ganz so gut sind. Und das sind sie ja bei langen und schwierigen Leveln auch oftmals nicht. Das sind sie oftmals auch nicht so toll, die Geister. Und da muss ich ein bisschen drauf hoffen, damit ich dann gleich beim ersten Mal, wenn ich es denn beenden kann, dann auch direkt Platin bekomme. Weil wenn ich dann, also wenn das passieren sollte, ich sehe schon kommen, ich sollte es vielleicht gar nicht erwähnen. Ich tue es trotzdem. Wenn es passieren sollte, dass ich das mal beende, einen Run, und dass ich dann eine Sekunde oder eine halbe Sekunde oder sowas weg bin von Platin, ja, ne, das wäre nicht so toll. So, da kommt ein Gegner. Der wirbelt sogar direkt. Okay. So. Ich habe noch einen Akku-Akku. Hier habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht. So ganz blöd. Aber der... Ich hab jetzt schon wieder gar keinen Bock auf den letzten Abschnitt. So überhaupt nicht. Der ist so schwer. So, im Springen. So, also... Aber noch bin ich nicht da. Okay. Aber leicht bin ich da. Ich sehe ihn da hinten schon. Ja,
hier drüber. Die muss ich aktivieren, genau. Hier auch wieder drüber. Okay. Das ist auch, das ist eine coole Perspektive wieder hier, dass man das gleich schon sehen kann. Aber guck ich das mal an. Die sind halt so schnell auch. Ich verstehe nicht, warum es hier auch nicht die Zeitmaske einfach gibt. Weil die sind viel zu schnell. Die blöden Fahrzeuge da. Aber man kann ziemlich weit nach hinten immer, das ist ganz gut. Nein, oh Gott. Nein, nein! Komm, bitte, ja, okay. Okay. Komm, bitte, 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 bitte. Nein. Nein, es sind halt wirklich, es ist nicht eine Sekunde, aber es sind zwei Sekunden. Irgendwie war es jetzt eigentlich doch so, dass ich am Ende keine Zeit mehr gut geschrieben bekommen habe. Fällt mir gerade auf. Ich bin noch mit 3,42 ins Ziel gekommen, oder? Eigentlich hätte ich doch bei der Aktivierung vom Nitro-Schalter nochmal sehr, sehr viel Zeit gut geschrieben bekommen müssen. War das Deutsch? Weil ich ja mit Dingo da übelst viele Zeitkisten ausgelassen habe, die bei Nitro-Kisten waren. Richtig viele. 10 Sekunden oder sowas, glaube ich. Geht das doch... Ja, vielleicht geht es nicht, weil ich dann danach mit Torna spiele. Oder so. Also gibt da eigentlich auch keinen Sinn. Ja, oder ist es so, dass es doch nicht funktioniert, die Sache, die ich mal erwähnt habe, dass ich einfach einen Nitro-Schalter aktivieren kann und dann kriege ich noch Zeit gut geschrieben. Vielleicht geht es nicht, weil es kann sein, dass ich die Zeit von einer Zeitkiste nicht bekomme, wenn sie durch eine Nitro-Kiste aktiviert wird quasi. Also wenn eine Nitro-Kiste, wenn ich die durch einen Schalter zur Explosion bringe und die ist neben einer Zeitkiste, dann explodiert die Zeitkiste, ohne dass ich die Zeit bekomme. Das passiert ja manchmal unter bestimmten Umständen, dass eine Zeitkiste zwar zerstört wird, aber halt nicht durch mich, sondern durch irgendwas anderes oder so. Und dann kriege ich die Zeit nicht. Vielleicht ist es da auch so. Da muss ich doch ein bisschen die Zeitkisten selber auch mitnehmen. Ja, auf jeden Fall richtig scheiße. 2 Sekunden. Ihr habt ja gesehen, wie knapp das wieder war am Ende. Ich wäre dreimal fast runtergefallen. Und jetzt, ich brauche halt jetzt erstmal wieder 20 Minuten, bis ich überhaupt mal einen Run zu Ende bringe. Und ob der dann 2 Sekunden schneller ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Mann, das ist echt schlimm. So, vielleicht kann ich mir jetzt noch andere Tipps auch abgucken. Ja, nicht so wirklich. Vom Platin-Geist. Wenn ich am Anfang gleich vorne bin, dann eher weniger. Ja, eine zumindest ist okay. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich glaube, ich habe die gerade nicht gut geschrieben bekommen, die Zeit. Aber eigentlich gibt es keinen Sinn, weil wenn ich mit TNT-Kisten Zeitkisten aktiviere, dann kriege ich ja schon die Zeit. Aber vielleicht ist es doch da eine andere... Warum, Dingodai? Da doch eine andere Regelung bei Nitro-Kisten irgendwie, wenn ich die mit dem Schalter vor allem aktiviere. Ich weiß es nicht. Mann, das hätte... Das hätte halt jetzt echt einfach schon sein können, ne? 2 Sekunden. Ach, Mann. Das ist mal wieder richtig unnötig. Obwohl, ich glaube, das, was ich gerade erklärt habe, habe ich ein bisschen mit Akku-Akku-Kisten verwechselt. Weil bei Akku-Akku-Kisten, da ist es nämlich, glaube ich, so, dass, wenn ich da eine Nitro-Kiste daneben einfach zur Explosion bringe, oder eine TNT-Kiste auch, dass ich dann nicht die Zeit bekomme. Oder nicht die Zeit, dass ich dann den Akku-Akku nicht bekomme. Sorry, es ist sehr schwierig hier zu reden. aber ja, wenn ich einen Akku-Akku nur so durch eine Explosion quasi zerstöre, die Kiste, und nicht aktiv ich selber, dann kriege ich den Akku-Akku nicht. Bei Zeitkisten ist es aber nicht so. Wenn ich Zeitkisten durch Explosionen kaputt mache, dann kriege ich die Zeit schon. Also eigentlich dürfte es auch bei den Nitro-Kisten so sein. Aber ich bin jetzt trotzdem ein bisschen verwirrt. Irgendwie. Ja, egal. Ich mach jetzt einfach mal hier weiter. Zack, okay. Das ist, glaube ich, jetzt schon besser als vorhin. Ja, das ist zwar nicht. Ich war ja ungefähr, glaube ich, bei 1,27 oder so. Bei Tor, oder? Bei Torna dann? Ja, die muss ich mir gar nicht mitnehmen, Mann. Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ach, jetzt sind die natürlich wieder gebounced. Nee. Dass die auch noch kaputt gehen, die kleinen Fahrzeuge hier. Ja, egal.
war es 1,27 oder so? Oder war es ein bisschen. Nee, ich glaube, über 1,30 war es sogar noch, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr. Egal, ich glaube, das ist ganz okay bisher, der Versuch. Ja, doch, doch, ich glaube, dass ich jetzt schon 2 Sekunden rausgeholt habe. Ja, vielleicht. Also jetzt den Rest einfach genauso machen. Dann ist alles easy. Ja, der rechts. Nee, okay, das ist keine. Habe ich jetzt auch mal nachgeschaut. Da rechts ist keine Zeitkiste. Okay. Ich mache das trotzdem dann danach immer noch ein bisschen zu langsam, weil ich da nicht schnell genug reagieren kann. Aber an sich ist es trotzdem gut, da den Bandsprung abzukürzen. So. Oder kann es sogar sein, dass ich hier bei einem Grind-Abschnitt irgendwie so halb offscreen, nicht offscreen, aber halt so weiter weg eine Kiste übersehen habe. Hier so eine irgendwie. Hoffe nicht. Bam. Okay. Aber ja, ich muss mir den Akku unbedingt aufheben. Das ist sehr, sehr wichtig. Damit ich da am Ende zumindest einen kleinen Fehler machen darf, wenn ich da dann oben rumgehe. Okay, schön konzentriert bleiben. Wie der Geist hinter mir jetzt einfach mir die Sicht raubt, ein bisschen. Das ist echt scheiße. Okay. Ich wollte eigentlich noch gar nicht wechseln. Ich hab doch gar nicht nach links geguckt. Egal. So, hier ist der Gegner. Bam. Okay, das war jetzt auch nochmal schneller als gerade eben. Also ja, ich habe 2 Sekunden rausgeholt. Okay. Komm jetzt. Das wäre echt sehr schön, wenn ich es jetzt schaffen könnte. Aber es ist halt so schwer. Ich habe dafür den letzten Abschnitt gerade eben so halbwegs schnell gemacht, finde ich. Natürlich, den kann man noch viel, 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 viel schneller machen. Aber den kann man auch viel, 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 viel langsamer machen. Und ich finde, das war ganz okay, wie ich den gemacht habe von der Geschwindigkeit her gerade. Also ich muss den eh nicht schnell machen. Wenn ich eine Chance haben will auf Platin. Zumindest nicht arg viel langsamer darf ich sein. Ich will nicht. Das sieht so wahnsinnig einfach nur aus, dieses Bild. Komm bitte, ja okay. Okay, ich hab das aber jetzt ziemlich riskant auch gemacht. Das war es eigentlich nicht wert, aber egal, passt. Ich krieg keine Zeit mehr gut geschrieben. Warum denn? Oder wird sie 3,27 hatte ich gerade. Wird sie jetzt abgezogen? Nee, oder 3,28 war. Wird nicht abgezogen. Ich habe ja immer noch 1-2 Zeitkisten übrig gelassen, die ich nicht erwischt habe mit Dingo Dial. Also, die wird nicht abgezogen, die Zeit am Ende. Zumindest hier. Vielleicht ist es hier eine Ausnahme, weil ich halt das mit Torna mache und davor mit Dingo Dial und deswegen zählt es nicht so richtig oder so. Ich weiß es nicht. Aber das ist komisch, irgendwie. Dann gilt diese Regel doch nicht. Also zumindest hier. Das muss ich mal in anderen Leveln dann auch noch austesten, wie das dann da ist. Egal. Ich habe auf jeden Fall Platin. Jetzt nach einer knappen halben Stunde, das geht sogar. Weil das ist wirklich sehr, sehr schwer gewesen. Und der Platingeist war sogar okay. Der war jetzt nicht mega gut, aber auch nicht mega schlecht. Wenn man bedenkt, dass das Level so schwierig ist und so lang, dann war er dafür eigentlich sogar relativ gut, finde ich. Also da kann ich sogar mit einer knappen halben Stunde ganz zufrieden sein. Okay, das wäre geschafft. Puh. So, und beim nächsten Mal kommt dann das letzte Level hier aus dieser Welt. Nämlich die Kistenschlacht. Das Level, das fast nur Cortex spielen darf. Ganz am Ende kommen ja noch ganz kurz Crash und Coco, die dann noch diesen auch sehr, sehr schwierigen Abschnitt machen müssen, wo sie auch auf diesen Kisten oder was es ist, da entlang jumpen müssen. Das wird auch sehr lustig. Aber das Level an sich ist dafür ziemlich kurz sogar. Das ist irgendwie nur halb so lang wie das Level gerade eben. Allein deswegen glaube ich, dass das ein bisschen einfacher wird. Hoffe ich. Werden wir dann schon sehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.